freie Fernsehsender RIP-TV präsentieren auf euren Internetsender aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Und Mitveranstalter sowie Gastgeberin Heidi in ihren Zauberpark in Wien. Hallo. Hallo. Darf man fragen, was ihr da für einen Stand anbietet? Hier ist Englisch. Englisch? Portugiesisch, Spanisch, ein bisschen Deutsch. Ah, okay, okay. Ja. Wie viele Monate ist es? Ist ein Erfrischungsstand. For coolness, this is for drink and coolness. Brasilia cocktails. Yeah. Yeah. They came the feeling from the Caribbean. Yeah. Okay, you make vibrations. Uh-huh. Fine. Nice day. Okay. Das ist hier wieder eine Ausbildung.
Das ist der Schlangenmarkt. Ja. Ja. Und was kann man da bei der Schlange empfehlen? Nippert ihr den Schwanz oder nippert ihr den Kopf? Ich weiß nicht. Man kann es so rundherum drehen. Aha, das ist die Spiralschlange. Die kann man dann für die Sprungfedern in Matratzen verwenden, oder? Nein. Das ist keine echte. Ach so, es geht nur bei den echten dann. Das ist ein sehr schönes Anschauungsstück. Also wir wollten es drehen. Schau, so. Ja. Wir wollten die und die Drehung, die ist wichtig so rum, oder? Andersrum darf man es nicht drehen. Schon? Ah, schon auch. Man kann es, aber ich will es gerade. Wir es wollten auch die Leiter schrecken. Die Schlange, die gibt vor, dass lieber in dieser Richtung möchte. Ja, und wir schrecken sie dann, weil wir verstecken uns hier und wir bewegen dann Schlange, weil es hier ist. Aha. Dann wird man vielleicht so eine durchsichtige Schnur dran binden, dann ziehen dran. Nachher sieht keiner, dass da Schnur dran ist. Ha? Aber da müssen wir aufpassen, weil es schneidet dann vielleicht durch. Ach so, aber wenn man ganz richtig zubindet. Ich ja, okay. Oder, schaut mal Schnur, dann machen wir weiter. Und ich weiß, dann spinnen wir es kurz und über den Kopf und dann kann man den Kopf bewegen. Genau, und dann, wenn die Menschen sich schon erschreckt haben, dann kommen wir rauf und dann sagen wir, das ist doch keine echte Schlange. Genau, weil ihr euch hinter dem Busch versteckt habt, gell? Da schreckt es dann Busch vor. Hinter der Bar, hinter eine Spinne. So, wer schreckt sie jetzt mehr? Wer vor der Schlange oder wer vor der Spinne? Oh ja, große Spinne, ha? Ich weiß. Ja. Ist sie weg? Wer hat mehr Angst? Vor der Plastikschlange oder von den Spinnen? Von Spinnen. Vor den Spinnen? Ich auch. Was tanten die leicht? Die Spinne ist nicht. Die dann so lange mit den Beinen spinnen, dass unheimlich ist, gell? Eine Seilspringschlange, genau. Oder ihr Springschlange. Zauberpacking.
Und der Doris und der Thomas sind auch wieder mit dabei. Hallo. Hi. Es hat sich ja wieder komplett ausgestattet wie beim letzten Mal. Ha? Oh. Noch mehr sogar. Diesmal haben wir eine ganze Fuhre CBD-Öle mit. Ah, was für die Heilung. Ja, genau. Aha. Mit Hasel, aus Hasel, ja, genau. CBD in Haselnussöl. Das ist eigentlich unbezäubar, gell? Ja. Flüssiges Gold. Ja, das, aha. Ich habe einen Freund, der hat Epilepsie, der kriegt das auch. Der zahlt Unmengen. Ja, ist ja. Leider nur so. Aber es werden immer mehr, die das produzieren, wirklich. Wird es günstiger werden in Zukunft. Ah ja, eben. Ihr schaut ja die Pioniere und Botschafter, dass es dann einmal in die Masse einbringt, gell? Ja. Und was kannst du uns heute anbieten? Eine Schlange. Eine Schlange? Habt ihr jetzt die Schnur gefunden? Habt ihr noch keine Schnur gefunden? Ja, mit der Schnur müsst ihr es ja machen, weil dann schaut es echt aus. Also, die Freundin sucht noch, oder ist es die Schwester? Die sucht noch eine Schnur, gell? Ja, genau. Da wird es dann spannend, dann müsst ihr es mir rufen. Vielleicht schreckt mir ja ein paar Menschen. Da ist ja. Und gekocht wird auch heute wieder? Heute? Nein, heute mal nicht. Ja. Ich warte mal ab, morgen. Ah, sehr interessanter Banner. Vorsichtig ist man vorher auch keiner. Nein, leider. Das ist nur ganz eine dicke Weiße. Das ist fast dicker als eine Schlange. Wirklich? Ja. Das ist ganz eine dicke, ja. Ganz eine dicke. Ich glaube, der Michael, der ist so wie ein Hausmeister da. Ja, da brauchen wir noch rote. Das ist richtig. Hallo. Sie bieten da selbstgemachtes aus dem Kloster an? Ja. Ah, sehr schön. Was haben Sie denn da? Marmeladen eingemacht, das Obst. Apfelmus, Liköre. So. Und Kuchen. Nach alten klösterlichen Rezepten. Ah, kann man sagen. Ja. Jedenfalls ist der Eierlikör ist Hildegard von Bingen. Ah, sehr interessant. Er war sehr große Nonne, die Hildegard von Bingen. Die war sehr groß. Ja, habe einige Bücher von ihr. Bienen habt ihr auch, wie man sieht. Bienenstöcke haben wir auch. Ja. Darf auch in keinem Kloster fehlen, gell, die Bienen. Ja, nachdem wir so einen großen Garten haben, warum? Man stellt sich auch so Seidenhandtücher, Halstücher. Ah, habt ihr so ein Projekt mit Indien? Ja, hauptsächlich in Indien Niederlassungen. Aha. Ja, da helft so Schulkindern oder Familien generell? Oder? Ja, blinde Kinder und behinderte Kinder und ja. Ah, sehr schön. Danke, dass du das machst. Und in den Schulen sind es auch, ja. Mhm. Und für die sammeln wir halt dann auch. Ja. Und du darfst dann auch singen, sozusagen? Singen? Ja, sind das so... Das ist in unserer Kirche war mal ein Konzert. Okay, ja. Und das ist aufgenommen worden und jetzt verkaufen wir es halt immer. Oh, schön. Und das machen wir auch selbst. Das ist Lavendelzapfen. Ah. Ah ja, wie zapfen wir hergeschützt. Sehr schön. Hm. Ja, gut gegen die Motten zu Hause ja. Dann, gell? Ja, Freilich, die kann man so schön dann auf dem Weiterhaken auf. Ja, ja. Das kommt mir schon sehr bekannt vor. Ja, das ist auch da. Ja.
Ich habe so ein selbes Sackerl mit so einem Lavendel einmal von meiner Mutter bekommen. Ja, wir haben einmal so ein Sackerl gekriegt, jetzt haben wir gesagt, wir es gekriegt haben. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es sogar von euch, was ich da damals gekriegt habe. Keine Ahnung. Die Welt ist klein, vor allem Österreich, sage ich Salzburg. Ja, das ist in Salzburg aufgenommen worden, die CD. Da. Ah, sehr schön. Das ist eine Musik. Ja, ein Festspielhaus? Nein, das ist ein Dom oder irgendwie. Eine kleine Gruppe. Ah, okay. Da hat es eine Krippe auch. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Gleich. Das ist eine schöne bunte Mischung. Ihr habt euch sehr schön ergänzt. Das macht es wirklich komplett hier. Ja, danke schön. Allerlei gedacht hier an diesem Festival. Ja. Ich wünsche euch noch viel Erfolg auch. Danke, ja, diese Mappe hat zu verdanken, die hat uns eingeladen. Ja, gell, die hat uns da wirklich sehr viel ermöglicht. Ja, danke schön. Dann alles Gute. Danke, gleichfalls. Ja. Hallo. Hallo, grüß Sie. Dass ich eine Büchse nehme und dann sollen Sie gleich selber bekommen und das eine haben. Ja? Meine, was kann passieren? Was kann passieren? Ja. Sie sind da die Nahversorgerin. Ja, genau. Ja. Ja. Sozusagen momentane. Dann macht sie eigene Säfte. Wir machen alles, ja. Ja. Das wird dann extra, was so überbleibt und so natürlich, also schon frisch auch dazu, das wird dann verarbeitet. Eine schöne Farbe, ja. Aha, da habt ihr die Schnapsalregion. Ja, viel Erfolg noch. Danke, danke schön. Hallo, grüß Gott. Darf ich Sie fragen, was Sie da für eine kulinarische Reise anbieten? Dann tun wir nichts. Ja. Ja. Es ist eh nicht auch die ganzen Bücher, man kann mit den Thermomix alles machen. Österreichisch Mix, also so österreichische Hausmannskost auf. Auch österreichische Hausmannskost, aber wir machen alles mit dem Thermomix. Aha, das wird Thermo, also das hat dann die. Man kochen, malen, mixen, kneten, zerkleinern, Aroma kochen. Ist das wie so ein Kelomatter oder wie? Viel anders, viel aha, besser. Aha. Also man erspart sich jeden Mixer mit dem, ja. Also das, es gibt da mal ein Gerät, das was so komplett neu am Markt ist. Nein, nein, nein. Nicht? Gibt's schon 1984 länger. Das erste Gerät. Okay, ja, das ist dann eh schon. Man kann bis zu 5000 Rezepte runterladen. Es ist natürlich seit 2014 ist es jetzt da. Runterladen? Das funktioniert wie Computer? Vom Internet, WLAN. Mhm. Ah. Internationale Rezepte, nicht einfach irgendetwas. Aha. Und es ist einfach so ein Guiding Cooking. Es ist für alle kulinarische Gerichte dann geeignet, egal was für eine Nation man nimmt, genau. Ob man jetzt was Griechisches machen möchte. Richtig, oder. Genau. Aha. Es sind viele Rezepte drinnen, also international. Oh. Und ja, kann man nur wärmstens weiterempfehlen. Interessant, ich wünsche euch viel Erfolg und interessante Gespräche ja, danke. Beim Festival. Danke. Ah, du bist doch derjenige, den ich da beim Jausnen störe, oder? Du störst mich nicht. Ne? Nein? Echt? Dann haben wir ja wirklich Glück gehabt. Also, du hast sicher Glück. Bist, alle. Bist ein Künstler, wie man mal den ersten Anblick annehmen könnte, oder? Ja, ich male, ich musiziere, ich schreibe, ich organisiere, ich manage, ich produziere, ich mache verschiedene Sportarten. Ein Multi-Art-Künstler sozusagen. Ich bin der Thomas. Ah.
für mich ist jeder ein Künstler, weißt du, wenn er sich mal anschaut, was die Menschen alles so können. Wie man sieht, bei dir sind einmal im Vordergrund die Bäume. Ja, das ist das Projekt, nicht? Also Bäume für Paros. Achso, das ist so ein Projektstück. Vor Paros. Da ist dann auch hier vom 13. bis 17. September mache ich dann hier eine 5 Tage so eine große Veranstaltung. Nimm dir einen Folder mit, da steht dann alles drinnen. Aha. Also mit Tanzshows, wo ich auch die Musik mache dazu und alles, also japanische Ausdruckstanz. Ah, interessant. Und verschiedenste Dinge. Ah. Das ist dann die Hauptveranstaltung und dann schauen wir noch 2-3 Mal in Wien, Tris vor Paros, das ist so das Dach. Und dann im Frühjahr nach Paros und dann dort eine Woche mit den Griechen gemeinsam. Und ich war lange in Griechenland, ich habe in Griechenland gearbeitet, ein halbes Jahr, wo noch Griechenland also eine Rarität war in dem Sinn. Ist noch immer eine. Ja. Es ist schön, dass man, also vor allem du, die Verknüpfungen zwischen Griechenland und diesen anderen Ländern auch noch aufrechterhältst. Natürlich, ich meine, das gilt ja auch nicht nur für Griechenland, nicht? Es geht eigentlich um das, sagen wir jetzt, die Quintessenz von dem Ganzen, international einfach freudig und in Frieden, gemeinsam Kunst machen, gemeinsam lachen, gemeinsam essen. Leben, ja. Einfach leben, ja. Aha. Musizieren miteinander, dass die Kinder malen. Also ich stelle dann auch im September extra für die Kinder einen eigenen Malplatz und so weiter, wo es Platz gibt und Sita riechen oder so Sachen. Das sind alles in meinem Prospekt drin. Ne? Da kommt dann noch ein Blatt rein. Da gibt es dann auch ein Rätsel dazu. Da steht hier alles drin. Achtung, Achtung. Aha. Ja, dieser Prospekt ist ein Kunstwerk, der war viel Arbeit und hat auch Geld gekostet und ist ein Unikat. Es gibt keine zwei gleichen Schneeflocken, also kann es auch keine zwei gleichen Prospekte geben. Interessant, nicht? Dass ein Rätsel es macht, noch interaktiv sogar mit, genau. Nicht nur der Künstler separat steht, dass er Monolog wird, sondern dass nein, du auch, will ich auch nicht. Deine interessierten Menschen mit einladest. Genau, ich lade da jeden ein. Gesamtkunstwerk daraus zu So werden, ist es ein nicht? Gesamtkunstwerk. Aha. Ich habe auch eben auch vor jetzt 19 Jahren eine Akademie wieder gegründet, eine Lebensakademie. Also eine gemeinnütziger Verein zur Förderung kreativer, geistiger und körperlicher Ausdrucksformen, natürlich auch noch immer in Meidling. Und wir haben die einzige offizielle anerkannte Lebensakademie in Österreich gegründet. Wow. Ah, interessant. Ja. Ich darf das. Na, du wirst sicher auch für sehr interessante und fruchtvolle Begegnungen da sorgen. So viele Menschen kennengelernt. Und Pauline von damals ist da. Die Rosen also, wir kennen uns 20 Jahre. Der Gerhard ist da mit seinen Friedensfähnchen. Wir kennen uns auch schon über 20 Jahre. Also, ihr seid nicht Standkollegen, ihr seid Standfreunde. Wir sind auch Freunde und es kommen noch viele Freunde heute auch. Eben auch für die Veranstaltung im. September nicht, muss ich ja noch einiges besorgen und organisieren. Aber das Programm ist schon klar und wenn du das liest, weißt du alles. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr verlockend. Das freut mich. Ja. Ich bin schon gespannt, was da heute alles so abläuft. Du bist da die ganzen 3 Tage hier oder heute nur? Ja, oder ich bin schon, aber ich werde nicht die ganze Zeit hier sein. Ja, natürlich schaust du ja um oder wirst irgendwas. Ja, ich muss ja dann heimfahren und so weiter heute auch noch. Und, also du bist auch gleich aus Wien? Ich bin aus Wien, genau. Ja, aus dem 12. Bezirk. Ja. Aha. Ich bin ein Wiener, ja. Ja, schön. Ich glaube, heute wenigstens, dass ich aus der Wiener bin, ein waschechter Wiener. Ja. Aber ich bin international. Also, alle, die Respekt und lieb sind, sind alle herzlich willkommen bei mir. Na gut, dass wir so ein offenes Festbett machen, da braucht man nicht einen guten Heimvorteil wünschen. Nein, gar nicht. Ja. Kannst du dich einfach normal und lustig aufführen und kann man auch tanzen und singen, ist alles drinnen. Aber ja, schön, da sind wir bei dir auch ganz richtig mit offenen und interessanten Begegnungen. Ja, und Spaß und davor auch noch was lernt. Cool. Es geht auch natürlich ums Lernen, nicht? Das ist klar. Nicht? Und ich darf jeden Tag lernen, nicht? Das ist so schön. Ja, ich habe heute schon wieder so viel gelernt. Ja. Ich muss aber auch
dann lache ich auch über die Sachen, nicht, die nicht so angenehm waren. Vielleicht habe ich sie auch nicht angenehm, es passt alles. Ja, aus der Langeweile kommt keine Fülle, ist klar. Das passt schon alles. Wer bist du? Ich bin der Roman, ich mache Krypto-TV. Okay. Mein Magazin habe ich Krypto-TV benannt, weil ich das Geheime, Verborgene ins Tageslicht bringe, was ORF oder Servus-TV nicht können. Gut. Machen halt dann. Super. Wir. Ja, super. Wünsche ich euch alles Gute. Und hast du eine Karte von dir oder irgendwas? Ja. Das machen wir mal kurz. Hallo. Hallo. Golden Era. Aura. Akademien. Wow. Persönliche Aura-Analysen, Seminare, Aura-Ausbilden. Wow. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Na, danke schön. Ja, ja. Mit viel Geschmack. Danke, danke. Ein großes Angebot. Ja, ja. Die Zeichen, siehst du, das sind wirklich spirituell. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Die Frau Dagmar Neubronner. Ganz genau. Ganz, ganz ein schöner Tag, wenn die Frau Dagmar Neubronner bei uns ist. Hallo. Dagmar Neubronner, original verkürzt. Ich bin von Krypto-TV. Ich habe von dir schon mal was gesendet über Medienfundstück der Woche, wo du mit dem Gordon Neufeld über die Missbildung der Kinder, ich habe es auch übersetzt gehabt. Super. Bei uns in Kabel- und Satellitenfernsehen habe ich es dann auch ausgestellt. Ja, gehabt. Ja, schön. Ja, das kommt ja jetzt dann auch einmal. Fahren wir über die Bücherrängel drüber. Ja, ich habe schon gesehen, da ist ein IT. Mit der Kamerarängel drüber. Gerade dieses Buch IT, was die Dagmar ja raus, was ist Deutsch, was hast du das übersetzt sogar, gell? Das habe ich schon 1995 übersetzt. Ja, das ist und der Renner, dieses IT. Aber das hast du richtig von der Pike auf übersetzt. Ja, gell? Da war ich noch freie Übersetzerin. Lass mich einfach mal ganz kurz. Genau. Dann habe ich irgendwann 10 Jahre später, da war es schon lange vergriffen, habe ich die Rechnung. Ich musste ja eigentlich den Ton drauf holen. Ja, hallo. Sie sind halt für die Dagmar Neubronner da. Ja? Habt ihr einen Verlag hier? Ja, sag mal so laut. Ja. Ich habe gestern auch schon mit dir ein bisschen gequatscht. Dann ist mir die Batterie ausgegangen. Ach, ja. Aber es ist so schön, dass du noch alle da seid. Habt ihr wieder ein neues Buch rausgebracht? Und das IT, das kenne ich ja noch, das hat sie ja selbst übersetzt auch, gell, ins Deutsche. Ja. Habt ihr jetzt also einen neuen Laden? Das neue Schlager. Ja, da kommt jetzt kommt eins, im September soll eins rauskommen. Mhm. Also das ist in den letzten Zügen, ne? Und sie will wieder mehr machen. Aber es ist ihr eigener Verlag von der Dagmar Neubronner, oder? Ja, ja? Aha. Das stimmt. Ja. Ja, schön, was sie so. Es ist auch eine sehr vielseitige Frau, was sie schon alles bewerkstelligt. Ja. Dann auch noch Zeit bei der Sprechstunde hat und. Ah, mit den Kindern, die Kinderprojekte, gell? Das sind Kinderprojekte, sie macht eine Ausbildung, sie gibt Ausbildungen, ne, für Erzieher und so. Mhm. Dass die Kinder mal ein bisschen eine bessere Bildung wieder abbekommen, nicht so missbildet werden. Also da geht es eigentlich eher um Erziehung, ne? Die ist für Erzieher und für alle Leute und Eltern und für alle Leute, die mit Kindern zu tun haben. Und da geht es gar nicht so sehr um Erziehung, sondern darum, wie man ein
Also da geht es nicht um Bildung, sondern da geht es auch um, wie man ein Kind so erzieht, dass das ein... Dass es sich entfaltet nach eigenen Talenten. Das ist ein Individuum, so ein Massenmensch einfach. Ne? Dass man seine eigene Berufung herauskristallisieren kann von dem Kind und nicht etwas aufsetzt, wie der Vater sagt, du musst meinen Betrieb übernehmen. Und ja, so, ganz so tief geht das gar nicht, aber es gibt so Grundvoraussetzungen. Das sind halt so Reformen, die sie da anstrebt in der... Und dafür muss ein Kind einfach schon mal reif sein. Mhm, ja. Und dafür macht sie die Kurse. Erst einmal Kind sein lassen und das auch erkennen, wann setzt man wirklich eigentlich das ein, dass man an den gesellschaftlich prägen anfängt. Man ganz ohne Prägung geht ja gar nichts, aber ja, genau, das welche ist also Richtung? Nichts für Eltern, die ihre Kinder für den Wettbewerb optimieren wollen, sondern eher Leute, für Leute, die Interesse daran haben, dass ihre Kinder reif und erwachsen und warmherzig werden. Ja. Ihre eigene Bestimmung im Leben finden, nicht wo reingedrängt werden, in einer Personamaske. Genau. Ja, da viel Erfolg dann mit euren Stand und freut mich, dass ihr das auch so vielseitig mit lebendig gestaltet. Etwas Neues kann ich nicht. Das ist ein Ausbildungsprozess. Und Ausbildung und Freude. Das war kein Befehl. Wir müssen nicht mal. Wenn wir schon einmal kommen, das war freiwillig. Und wir sollten uns freuen. Das Obst, das ist ja auch super. Wir haben schon gekrallt. Ja, auf dem Tisch. Moni kommt ja morgen, ne? Und Andreas. Was? Wir haben nämlich noch telefoniert. Ja, schade, wir haben irgendwie da den Zaubergarten in Genwes. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich will dich verbrennen.
Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir leben in sehr bewegenden Zeiten. Mir wurde dieses Leben gegeben. Ich will mein Leben leben. Warum willst du es mir nehmen? Mir nehmen. Geboren, um mich zu erfreuen. Geboren, ich bin nicht allein. Geboren, ich fühle mich geliebt. Geboren, beleben mich. Ich werde mein Leben leben. Warum willst du es mir nehmen? Mir nehmen. Vergessen, gegessen, vergessen, verraten. Verraten, du hast mich besessen, vergessen, gegessen, all die anderen und mich. Verraten, verraten, schau mir einfach ins Gesicht, schau dir einfach ins Gesicht an. Ich bin doch so wie du, so wie du. Nur ein bisschen anders, anders, was ist denn nur an mir? Wir spüren die Wärme, Geborgenheit. Das Hölle und hört mich ab. Hallo. Ja, Heidi Marie, du bist da voll am Werken am ganzen ja, Tag. Ja, jetzt pack ich gerade ein. Ah. Aber nur, wenn ich schön aussehe, sonst muss es weg. Das haben wir dich beim Feierabend erwischt. Ja, genau. Ja. Du hast halt total fleißig da herumgewerkt, gell? Ja, genau, das habe ich. Hast du einen Roman verfasst? Nein, ich habe hier die Metastros Kurzskripte geschrieben für die Leute, die die schon vorbestellt haben. Die haben sich das aus Blindenmarkt gemerkt. Yeah, cool, yeah. Okay. So schlägt es schon Wellen. Ja, das schlägt schon Wellen. Das macht richtig Spaß. Ja, jetzt feiern wir, gell? Ja, ich packe auf, Heidi. Der Strom ist gerade alle. Jetzt muss ich nämlich neu. Also genau, machen Strom ab und dann ab ins genau. Getümmel. Genau. Bis tschüss. Bis dann. Ja, lass doch das leuchten. Mein Herz leuchtet. Du, ich bin nicht ein Problem, ihr bald kennen. Ah, okay. Und Tilly. Was sagt das? Wer schaut lieber? Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Da freue ich mich einfach. Das kann nie das ausdrücken. Aber sehr persönlich. Hallo. Das sechste Stück ist Wolf. Es handelt von einem Menschen, der meint, sein Glück im Außen zu finden. Er ist immer auf der Suche. Aber dass das Glück in dir selber drin ist, dass sich kein anderer glücklich machen kann, außer du dir selbst. Das gilt es einfach zu begreifen. Ich kann niemanden brauchen, der mich glücklich macht. Das geht es nicht. Mich kann keiner glücklich machen. Und irgendwann ist das alles verbraucht. Wolf. Du warst noch so jung und immer an einem anderen Ort. So viel ist passiert, doch immer wieder gingst du fort. Du hast im Winter gefroren. Sie nahm dich mit nach Haus. Sagtest du, so es wäre. Doch lange hältst du es nicht aus. Du bist so ruhelos und immer auf dem Sprung. Und
immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf fährst du hungrig durch die Nacht. So viel Zeit ist vergangen, du lachst noch immer diesen Weg. Und wenn der Sommer kam, hast du dich nach dem Herbst gesehnt. Du hast so viel gesehen, du hast vieles mitgemacht. Es gingen Freunde fort in die helle lange Nacht. Oh, hey, hey, manchmal so weit weg und so viel Einsamkeit in dir. Du ertränkst die Gedanken, yeah. Sie sieht dich an und spürt. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung und immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf schreist du hungrig durch die Nacht. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung und immer auf der Suche nach dem Irgendwas. Die Nacht ist der Tag und wie ein Wolf schreist du hungrig durch die Nacht. Du bist so ruhelos, immer auf dem Sprung. Hör auf zu lauern, zieh endlich deine Stiefel aus und schau sie nicht so an. Von ihr kommt nichts Böses an dich ran. Knut und Kussen um die 5 normalerweise, das Bier um die 2 circa, das heißt um die 7 Euro ist voll okay. Jetzt gibt es ein leckeres Hanfbier. Thomas hat es gerade aufgemacht. Also der Schwips, der kommt von Alkohol da drinnen, habt ihr letztens gesagt. Ja, nur vom Alkohol. Das ist das Einzige, was bei uns beschwipst werden könntest. Ja, ja, dann schauen wir mal, wie es uns schmeckt. Beurteilen wir es gleich. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch, gell? Oder vielleicht ist es auch besser so, aber es schmeckt super. Schön. Es hat schon wirklich einen eigenen Geschmack. Es ist also leicht süßlich. Eine Kreuzung von Hopfen und Hanf, kann man schon sagen. Mhm. Die Extrakte, die drin sind vom Hanf, sind einfach, das ist das Süßliche und das macht es auch irrsinnig süffig. Das trinkt sie wie... Ja, ich darf gar nicht anfangen, weil wir eins gegen Mittag und das war's, weil sonst wirst du nicht fertig damit. Österreichisches Produkt. Ja, so heiß war es halt nicht. Ich habe so einen super Schattenplatz gehabt. Ja. Ja. So etwas geschieht und wir erfahren. Jetzt alles neu, ist es verstaubt, abgeflaut oder ergraut. Wir begegnen uns ganz ohne Schuld. Wir gehen zusammen hin. Dann ist es endlich wieder warm. Es fühlt sich an wie ein Wolkenschweben. Es fühlt sich an wie ein Orkan. Ja, wir gehen der Sonne entgegen. Oh, es wird endlich wieder warm. Muss jetzt ein bisschen auffällen dann zu Hause im Schnitt. Du bist eben bis Sonntag bist du noch da, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Nee, ich muss mir einen anderen Platz aussuchen, weil dort hinten ist es leider überhaupt nichts Positives rausgekommen. Dann ab also bringst du die weibliche Frauenpower, bringst du. Ja, das auf jeden Fall. Schau, die Ohrringe kann man austauschen, die kann man andere reinhängen. Das ist, in meinen Bildern sind Löcher drinnen und das kann man rausnehmen und das anders reingeben. Das ist der Tempel der Religion, der von zwei Engeln bewacht wird und das ewige Licht, das Feuer ist drinnen. Das ist die Königin, sie hat so eine Landschaft auf ihrem Rock
Und dort hinten ist die Soyuz-Rakete und das ist der Tempel, der alte, aus dem Basalt mit den Pharaonen. Das ist wirklich gut. Und das ist die atlantische Landschaft im Hintergrund. Und der Tempel aller Religionen endet mit einer Galaxie, wo alles eins ist. Ja, wie du das alles verwoben hast. Und das ist alle Religionen hier. Ich meine schon alleine, ja, wirklich, wie gut du malen kannst, schon, wie du auch die Elemente miteinander verwoben hast. Ja. Eben du sagst, die Galaxie, da bildet schon fast eine Kuppel auf. Schau, wie es drinnen ausschaut in der Tempel, wie man so Gänge hat und man geht so herum. Schau, diese Landschaft von der alten Atlantisstadt. Und da sind die Piers, wo die Schiffe landen. Diese Schiffe können nicht nur am Meer fahren, sie können im Himmel fliegen und sie können durch die himmlischen Tore gehen und in andere Dimensionen kommen. Und all die Rüstung habe ich hier gezeichnet, ja, und das habe ich so raufgeklebt. Ja. Da fehlt jetzt noch ein Ohrring rein. Ah. Das ist sehr schön. Ja. Er hat eine wunderschöne Rüstung an, mit der Symbole mit magisch. Weißt du, was das sind zwei Damen, glaube ich. Ja, oder? Ja, ja, bitte. Das nicht so gut zusammen. Das sind zwei Ladies. Ja, ja. Eine russische und eine österreichische Lady. Ja. Mhm. Genau das. Du möchtest mir schöne Grüße vom Dubi aus. Die neuen Botschafter. Wie bist du denn du? Ja. Vielleicht kommt er morgen mit meiner Schwester, der Dubi. Dann lernst du ihn kennen. Ja, der Lieb, ist er voll verliebt in dich. Voll verliebt ist der Dubi dann in dich. Mein Gott, wenn du den Dubi siehst, Mann, dann wirst du voll verliebt in ihn. Ja. Er ist schön und so groß und so liebevoll ist er. Ja, will dich beschützen. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. So ein ängstliches Projektionen. Ich kenne mich mit solchen Sachen auch sehr gut aus. Maskenpack. Mhm. Und alle Fotos, die drinnen sind, das ist, bin ich mit meiner Familie und halt aus meinem Archiv. Ne? Das hört sich gut an. Der kann aber spielen, ne? Das Video hat auch der gemacht, der was das hochgeladen hat. Ja, ja. Ja, schön. Mit mir zusammen. Ich war Regisseur und ihm gesagt habe, was er machen muss. Aha. Das ist toll, ne? Schön, wie es auf den Oldstyle-Look gemacht hat. Ja, das ist ein Retro-Lied. Das Lied ist ein absoluter Retro-Lied. Von 1930, ja. Genau. Mhm. Das ist meine Zeit. Und da vom Mond komme ich auf die Erde. Sehr schön gemacht. Ja. Hat gut eine umgesetzte Animation. Libertäres Lied, sehr schön. Libertärer geht's ja nicht mehr.
sehr passend mit den Bildern. Ja, der Michael hat das super gemacht. Ja, das hat er wirklich, das Thema sehr gut getroffen. Er ist ein super, er heißt Gigi Somali. Im Internet ist er als Gigi Somali zu finden. Er hat das Thema sehr gut getroffen. Wow, das ist genial. Das ist schon richtig, ja. Du kannst schon was. Super gut. Das haben sie 1930 auch schon vorgetragen. Warum begreifen es denn die Menschen? Wir arbeiten daran, aber das ist nicht einfach. Madison Berger, der ist von der Standing Rock Bewegung, der ist der Medizinmann von den Cherokee-Indianern. Der hat dann Vortrag gehalten. Wahnsinn, schade, aber alles versäumt in meiner Arbeit. Ja, aber ich bin mir auch schon eine Sache, die müsste ich ja auch machen. Das war mein Geburtstag, 72. Aha. Okay. Du bist ja ein Jahr älter wie ich. Drei Jahre jünger. Du alter Knädel, du. Ja, ich bin noch 60. März 1969. Süß. Ja. 369. Schön. Ja, ja. Wow, das ist genial. Du kannst. Heidi. Heidi, wirklich. Hier gehört er. Heidi ist aber hübsch. Ja. Ups. Bin mit Hangel klopft. Das ist mal erwachen. Lass uns den Frieden zusammen schaffen. Schon die Zeit zu den Sternen, um besser zu werden. Einheit, lass uns alle erwachen, lass uns den Frieden zusammen schaffen. Ich danke sehr. Irgendwann einmal hoffe ich, ich werde das Lied irgendwo mit der Musik hören und das wird für immer einen Platz in eurem Herzen gewinnen. Ja, danke schön. Ja, mein Respekt, dann haben wir mal Prost. Prost. Timing gehabt jetzt. Oh ja. Ja, wenn du länger als 10 Minuten unter 8 Stunden schlafen kannst, dann weg und so. Die Flaschen wieder mit uns. Was ist das? Leere. Was gar nicht. Na, du, ja, in der Kiste ist der Hilfe. Na, du.